Die Stimmung ist bedrückend in Syrien. Die Menschen haben genug vom System Assad. Inspiriert vom arabischen Frühling fordern sie Freiheit. Und sie ernten Gewalt. Seit über einem Jahr schlägt Präsident Bashar al-Assad die Proteste nieder. Mehr als 10.000 Syrer sollen ihr Leben verloren haben. Mehr als 60.000 sind auf der Flucht. Ein Despot besucht seine Truppen. Wochenlang haben seine Panzer die Wohnviertel der Aufständischen in der Stadt Homs beschossen. Erst Ende März fühlt sich der syrische Präsident Bashar al-Assad sicher genug, die zerstörte Stadt zu betreten. Ein Propagandaauftritt. Assad will Stärke zeigen. Der Beschuss geht weiter. Bis heute. Die Revolution begann vor einem Jahr in der Stadt Dara im Süden des Landes. Mit einem Graffiti. Das Volk will den Sturz des Regimes, haben Schüler an die Mauern ihrer Schule gesprüht. Die Jugendlichen werden verfolgt und gefoltert. Dieser Junge ist einer von ihnen. Die Bürger von Dara schreien ihre Wut gegen die Macht heraus und werden vom Militär beschossen. 12 Tage lang. Die Toten von Dara sind die ersten Opfer des syrischen Aufstands. Assad gibt sich unbeugsam. Er ist gewarnt durch die Umstürze in der arabischen Welt. Wir müssen den Terroristen mit eiserner Faust begegnen. Chaos ist schlimmer als das Töten. Chaos werden wir nicht zulassen. Bashar al-Assad, 46 Jahre, von Geburt Sohn eines Diktators, von Beruf Augenarzt, der Religion nach Alawit. Ehemann von Asma, einer Britin syrischer Abstammung, Finanzexpertin. Sie ist Sunnitin. Sie lassen sich gerne fotografieren. Wie ein Jet-Set-Paar, aber neuerdings abgestraft von der Europäischen Union, ohne Landeerlaubnis in London, Paris oder Rom. Als Bashar im Jahr 2000 die Macht von seinem Vater Hafiz al-Assad übernimmt, hoffen alle auf Reformen. Ich schwöre bei Gott, treu zu sein, das republikanisch-demokratische System zu schützen, die Verfassung und das Gesetz zu achten, die Interessen des Volkes und die Unversehrtheit des Landes zu wahren. Doch das Land bleibt so, wie es war. Familie und Freunde von Assad an der Macht, ihre Herrschaft gestützt auf Militär und Geheimdienst. Wie man mit politischen Gegnern umgeht, hat der Sohn vom Vater gelernt. 1982 ließ Hafiz al-Assad in Hama den Aufstand der Muslimbrüder niederschlagen. 20.000 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Fast 30 Jahre später sind erneut 100.000 in Hama auf der Straße. Und wieder werden Menschen in Hama einfach niedergeschossen. Die Demonstranten bleiben lange friedlich. Trotz der Gewalt gegen sie und ihre Stadt. Eine Aubergine als Handgranate, Feuerwerkskörper als Artillerie. So verulten sie Assads Propaganda, sie seien bewaffnete Banden. Humorvoll auch der Protest mit scharfer Feder, die Zeichnungen des Karikaturisten Ali Fassad. Im Juli 2011 brechen Assads Schergen ihm beide Hände. Fassad soll nie mehr zeichnen können, so die klare Botschaft. Assad hatte dem Intellektuellen sogar einmal die Hand geschüttelt. Damals gefiel sich Syriens Präsident noch in der Rolle des Reformers. Im Sommer 2011 keimen die Proteste im ganzen Land auf. Noch immer friedlich, bis das Regime zuschlägt. Damit die Demonstranten Assads Schergen nicht entkommen, werden ihre Mopeds zerstört. Idlib im Norden Syriens. Die Fahrt dorthin ist lange Zeit eine Fahrt in die Freiheit.
In der ganzen Region nahe der türkischen Grenze hat das Volk die Macht übernommen. Hier können sich die Männer freitags ohne Angst in der Moschee versammeln. Unter ihnen sind keine Schergen des Systems mehr, wie in den anderen Städten Syriens. Auf den Straßen feiern sie ihren Sieg. Mittendrin Medio mit seinem Sohn. Der 29-jährige Tellerwäscher war es, der zur ersten Demonstration in seiner Heimatstadt Idlib aufgerufen hatte. Wir haben Wünsche. Wir sehnen uns nach Freiheit, nach einem besseren Leben. Wie es aussehen könnte, das Syrien nach Assad. 4 Monate lang haben sie es in Idlib gelebt. Als ausländische Reporter hier eintreffen, versteckt keiner mehr sein Gesicht. Warum auch? Wir wollen in Freiheit offen sprechen können. Wir wollen, dass Assad geht. Wir wollen in Freiheit leben, ohne ihn. Im November 2011 hatten sie Assads Truppen aus der Region vertrieben. Aus eigener Kraft, unter hohen Verlusten. Die Menschen im Westen, ihr Europäer, ihr seid Heuchler. Ihr sagt, wir sind mit euch und helft uns doch nicht. Jetzt ist es zu spät. Zur Verteidigung haben sie eine eigene Miliz gegründet. Assad wird selbst von seinen eigenen Leuten verraten. Sie verkaufen uns Munition direkt aus seinen Arsenalen. Viele Menschen versorgen uns mit Essen. Aus Zivilisten und Deserteuren bilden sie die Freie Syrische Armee. Wir patrouillieren in 3 Schichten, 24 Stunden am Tag. Wir sind stark genug, um unsere Städte und Dörfer zu verteidigen, aber nicht, um Assads Armee anzugreifen. Für Medio ist es eine Zeit des Aufbruchs, auch wenn es an allem fehlt. Wo ist denn all das Geld? Wo ist das alles hin? Unser Aufstand, unsere Revolution richtet sich auch gegen die Not bei uns. Wir sind friedlich auf die Straße gegangen, aber sie haben das Feuer auf uns eröffnet. Der Friede in Idlib ist nicht von allzu langer Dauer. Sie tragen Djihad al-Arsch zu Grabe. Assads Scharfschützen haben den Busfahrer auf seiner täglichen Route erschossen, mit einem gezielten Schuss in den Kopf. Keiner hilft uns Syrern. Wir sind allein. Sie töten uns, aber die Arabische Liga, die UN, keiner macht etwas dagegen. Nur Gott ist mit uns. Der Busfahrer ist das erste Opfer der Großoffensive, die nun kommt. Assads Truppen gehen gegen das befreite Idlib vor. Panzer gegen Kalaschnikows. Ein ungleiches Duell. An diesem Tag, dem 13. März 2012, sterben 110 Menschen. Der Traum vom freien Idlib ist zu Ende. Tausende fliehen in die Berge, in die Türkei. In Homs sind die Menschen noch voller Hoffnung. Die Stadt mit ihren 800.000 Einwohnern wird zum Zentrum des Aufstands. Nach Monaten, in denen sie auf unbewaffnete Zivilisten schießen mussten, desertieren Soldaten zu Tausenden und verbrüdern sich mit den Demonstranten. Die Überläufer sind entschlossen, an deren Seite zu kämpfen. Es ist der Moment, in dem der Aufstand sich ausweitet und zu einem Bürgerkrieg wird. Koranverse, Waffen, Lagebeurteilung. Kampferfahrene Offiziere aus Assads Armee werden zu Kommandeuren im Widerstand. Sie wissen, wie Assad gegen die Stadt vorgehen wird. Sie leben in Privatwohnungen, auch beim Kochen und Essen ständig auf dem Sprung. Körperliche Fitness ist wichtig. Der Sandsack hilft gegen die Wut und die Angst.
Als ich bei einer Demonstration eingesetzt war, sagte mein vorgesetzter Offizier, schieß. Ich habe ihn nur angeguckt und gesagt, nein, das will ich nicht. Entweder du schießt oder du wirst erschossen, sagte er. Ich bin weggerannt. Da hat mich ein Scharfschütze ins Visier genommen und angeschossen. Keiner, der verwundet wird, traut sich in ein Krankenhaus. Ein Angestellter des Militärhospitals von Homs filmt heimlich. Er will zeigen, dass dieses Krankenhaus ein Ort ist, an dem gefoltert wird. Er wirft den Ärzten vor, dass sie hier regimekritische Patienten foltern. Seit Monaten kursiert dieses Gerücht. Zum ersten Mal gibt es Bilder, die das belegen sollen. Schwerverletzte, selbst auf dem Krankenbett werden sie gequält, sagt der Informant. Auf dem Tisch ein Gummiband und ein Stromkabel, am Fuß Ketten. Für diese Aufnahmen riskiert der Krankenhausangestellte sein Leben. Das Interview findet an einem sicheren Ort statt. Ich habe verwundete Deserteure gesehen, die mit Elektroschocks gefoltert wurden. Sie wurden mit Stöcken geschlagen und ohne Betäubung operiert. Man hat ihnen die Beine gebrochen, indem man ihnen den Fuß so lange drehte, bis das Knie auseinanderbrach. Auf der Brust des Mannes Spuren von harten Schlägen, so scheint es. Solche Verletzungen sieht man häufig bei syrischen Folteropfern. Die Bilder werden außer Landes geschmuggelt. Krankenhäuser als Folterkammern des Regimes. Auf der Seite der Aufständischen müssen Ärzte im Verborgenen helfen. In einer Privatwohnung haben sie eine Art Mini-Klinik eingerichtet. Sie entspricht nicht medizinischen Standards. Die Ärzte versorgen die Patienten so gut sie können. Die Medikamente müssen heimlich ins Land geschleust werden. Wenn wir auffliegen, werden nicht nur wir verhaftet, dann verhaften sie auch meine Brüder, meine ganze Familie. Das Regime ist brutal. Mit Hunderten solcher improvisierter Krankenstationen helfen sich die Aufständischen in Syrien. Es ist gefährlich für sie, ihr Gesicht zu zeigen, auch in der Hauptstadt Damaskus. Viele der Schwerverletzten schaffen nicht den Weg zu den Ärzten, denen sie trauen können. Die Ärzte kommen zu den Verwundeten, untersuchen Wunden, Schienenbrüche, geben Medikamente und beten für den Beistand Gottes. Wenn Hasib rauchen will, reicht ihm seine Schwester die Zigarette. Er selbst kann sie nicht mehr halten. Ein Schrapnell traf ihn, seitdem ist er querschnittsgelähmt. Es war auf einer Beerdigung. Wir hatten einen Gefallenen von uns zu Grabe getragen. Wir haben nur gerufen, es gibt nur einen Gott und Mohammed ist sein Prophet. Da haben sie auf uns geschossen. Er kann sich nicht mehr bewegen, nicht aufstehen, nicht baden. Ich muss ihm bei allem helfen. Die Ärzte testen Hasibs Reflexe. Seine Chancen auf Genesung sind gering. Wenn ich aufstehen und laufen könnte, würde ich weiter für die Freiheit kämpfen. Längst trifft es nicht mehr nur die todesmutigen Kämpfer. Die Gewalt sickert in den Alltag ein. Ein Vater berichtet, was geschah, als er aus Versehen mit seinem 11-jährigen Jungen zu nah an einen der Checkpoints herangefahren ist. Ich habe gedreht, um wieder zurückzufahren, weg von der Straßensperre. Da fiel ein Schuss. Mein Sohn sagte, Vater, ich bin getroffen. Ich nahm an, es wäre eine leichte Verletzung und fragte, wo bist du denn verletzt? Er sagte, ich weiß nicht, am Bein, glaube ich. Ich dachte, Gott hat ihn geschützt. Dann fragte ich nochmal, was ist mit dir? Aber er antwortete nicht mehr. Er zeigt uns, wo sein Sohn gesessen hat, als er getroffen wurde. Freunde haben ihm das Stofftier als Erinnerung an seinen Sohn ins Auto gelegt. Das Unglück ihrer Familien, von Nachbarn oder Bekannten, treibt die jungen Männer auf die Straße. Sie riskieren ihr Leben, wenn sie den Präsidenten öffentlich beschimpfen, aber das hindert sie nicht.
Nieder mit dem Hund und Maultier steht hier. Gemeint ist der Präsident. Es ist eine der Geschichten, die man sich in Damaskus erzählt. Assads ursprünglicher Name soll Maultier gewesen sein. Das klang nicht gerade schick. Deshalb habe sich die Familie den Namen der Löwe, Al-Assad, zugelegt. Ranjas Familie gehört dem Widerstand an. Seit 11 Monaten sorgt sie sich täglich um die jungen Aktivisten aus ihrer Verwandtschaft. Aus Angst wurde Wut. Tausende von Menschen sterben und die Vereinten Nationen rühren keinen Finger. Nur vereinzelte Hilfe kommt zu uns von Menschenrechtlern oder Ärzten. Aber die Welt hat uns unserem Schicksal überlassen. So sieht es doch aus. Wenn irgendwo ein Schaf geschächtet wird, gehen Tierschützer wie Brigitte Bardot auf die Barrikaden. Aber dass hier tausende Kinder, Frauen und Männer niedergemetzelt werden, das interessiert niemanden. Sie beerdigen ihre Toten und die Welt schaut zu. Eine UN-Resolution gegen Syrien scheiterte. Ohne Erfolg bisher auch die Friedensmission von UN-Vermittler Kofi Annan. Die Kämpfe gehen weiter. Im Gegensatz zu Libyens Muammar Gaddafi hat Assad in der Welt noch Freunde. Die wichtigsten sind Russland und Iran. Für Russland ist Syrien der letzte noch verbliebene Verbündete in Nahost. Der syrische Hafen Tartus ist Russlands einziger Flottenstützpunkt im Mittelmeerraum. Für Iran ist das Syrien Assads wichtiges Bindeglied zur schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Weder der Libanon noch der Irak haben bei UN-Resolutionen gegen Syrien gestimmt. Die Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, fürchten dagegen die Achse zwischen Iran und Syrien und wollen Assads Sturz. Die USA, die Europäische Union, die Türkei und Israel fordern ebenfalls Assads Rücktritt. Doch weiß Israel auch den Status quo zu schätzen, die Ruhe an seiner Grenze zu Syrien, die Assad garantierte. Brüder im Geiste, Bashar al-Assad und Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad. 2009 ließ der Proteste im eigenen Land gegen seine Wiederwahl blutig niederschlagen. Und heute schickt er Assad Militärberater zu Hilfe. Es gab auch Zeiten, da hofierte der Westen geradezu den jungen Assad. Im Golfkrieg 2003 kämpfte Syrien an der Seite der USA gegen den Irak Saddam Husseins. Von Paris bis Washington war Bashar al-Assad ein gern gesehener Gast. Tolerant scheint Syriens Umgang mit religiösen Minderheiten. Assad gehört selbst einer Minderheit, den Alawiten, an. Deshalb schützt er auch andere wie Christen und Drusen und schürt Ängste. Die Aufständischen, mehrheitlich Sunniten, wollten die anderen unterdrücken. Wir sind Syrer und sollten uns auch als Syrer fühlen. Und wir wollen uns nicht in eine Richtung drängen und gegeneinander aufbringen lassen. Diese ganzen Streitigkeiten zwischen Alawiten, Christen, Schiiten und Sunniten, das gehört längst der Vergangenheit an. Doch die Gräben der Vergangenheit drohen aufzubrechen, ganz besonders hier in Homs. Assad instrumentalisiert die alten Ängste, warnt vor einem Syrien im Chaos, wenn nicht er die Ordnung aufrechterhalte. Die Mehrheit der Assad-Gegner sind Sunniten, weil auch die große Mehrheit der Syrer Sunniten sind. Aber auch Alawiten und Christen sind unter den Aufständischen. Ich bin gegen das Regime, gegen das Töten und die Tyrannei. Ich gehöre der christlichen Minderheit an, aber ich sehe mich vor allem als Syrerin. Ich habe nie in meinem Leben die Religion in den Mittelpunkt gestellt. Religion, das praktizieren wir zu Hause. Meine Freunde suche ich nicht nach ihrem Glauben aus. Religion, das ist Privatsache. Ich bin alawitisch, genau wie Assad. Aber er ist entschieden zu weit gegangen. Er hat alle roten Linien überschritten. Als Mensch kann man einfach nicht mehr unter diesem Regime leben. Doch bei den religiösen Minderheiten findet Assad noch immer die meiste Unterstützung.
wie in dieser christlichen Gemeinde. Der junge Mann steht kurz vor seiner Einberufung. Natürlich habe ich Angst, denn die Armee ist überall im Einsatz. Aber es ist meine Pflicht. Ich gehe nicht zur Armee, weil ich dem Regime helfen will, sondern weil es die Armee Syriens ist und sie das syrische Volk beschützt. So denke ich. Er klingt ein bisschen so, als müsse er sich selbst überzeugen. Das Einzige, was mir noch Hoffnung gibt, ist Beten. Früher habe ich nicht gebetet. Aber jetzt, wenn es einem an den Kragen geht, ist das was anderes. Fatis Bruder ist bereits zum Militär eingezogen worden und läuft Gefahr, gegen die Aufständischen eingesetzt zu werden. Seitenwechsel. In Damaskus finden auch Pro-Assad-Demonstrationen statt. Jung und wild. Sie bezeichnen sich selbst als die Freunde der Shahiba, was so viel heißt wie die Geister des Regimes. In Wirklichkeit sind das die Schlägerbanden des Regimes. Polizei und Justiz lassen sie gewähren. Bashar al-Assad liebt sein Volk. Er tut alles im Interesse des Volkes und vereint unsere Kräfte gegen den Kolonialismus und Zionismus. Genau so sagt es auch die Regierungspropaganda. Der Westen versteht die Position Syriens nicht, weil er sie nicht verstehen will. Syrien hat sogar Beobachter ins Land gelassen. Trotzdem stellen sich alle Staaten gegen Syrien. Warum? Sie stehen auf der Seite derer, die Unrecht tun. Und das ist falsch. Vor allem die Eliten halten weiter zu ihrem Präsidenten. Und die Eliten, das sind häufig Alawiten, so wie der Präsident Bashar al-Assad selbst. Aber mit ihnen fürchten auch Christen und andere Minderheiten um die bisherige Ruhe und Sicherheit im Land. Die galt für alle, die sich der Herrschaft von Assad fügten. Wer jetzt noch für Assad demonstriert, bekommt dafür frei und die Anfahrt bezahlt. Sie riskieren ihr Leben, wenn sie gegen Assad auf die Straße gehen. Generation Freiheit steht auf ihren selbstgemachten T-Shirts. Trommeln gegen die Diktatur. Der Vogel aus Pappmaché symbolisiert die Friedenstaube. Eine kleine Wohnung und Internetzugang reichen den Aktivisten, um die staatliche Zensur zu unterlaufen. Es ist ein Netzwerk, das ganz Syrien überspannt, verbunden und geschützt durch die Anonymität des Internets. Mit mir arbeiten 3-4 Leute. Damit es schneller geht, teilen wir uns die Arbeit auf. Einige suchen die Bilder aus, andere schreiben die Texte dazu. Die Front verläuft mitten durch das Viertel. Homs, Stadtteil Baba Amr. Inzwischen haben hier die Sicherheitskräfte Assads wieder die Oberhand zurückgewonnen. An Homs soll ein Exempel statuiert werden. Hier will Assad den Kampf für sich entscheiden. Um jedes Haus, um jeden Meter wird gekämpft. Das Viertel liegt seit Tagen unter Beschuss. In den Häuserruinen formiert sich die Gegenwehr. Die Aufständischen nutzen die Einschusslöcher von Assads schwerer Artillerie als Schießscharten. Ihre Waffen, Beutestücke aus den Arsenalen Assads, werden jetzt gegen ihn und seine Armee eingesetzt. Die schießen auf uns. Sie wollen uns töten. Wir versuchen, die Straße zu sichern. Pass auf, da ist ein Scharfschütze. Ein Scharfschütze sitzt da und ein anderer drüben bei der Post. Wenn du dahin gehst, erschießen sie dich. Gehst du in die andere Richtung, erschießen sie dich auch. Egal, was du machst, auch wenn du nur Milch oder Brot holst, egal. Sie schießen auf dich. Manchmal muss man stundenlang in Deckung bleiben, bevor man die Straße überqueren kann. Und wenn man es geschafft hat, heißt es,
selbst bei Schnee oder Regen, anstehen. Etwa für Heizöl oder die anderen Dinge, die knapp sind. Und selbst hier passiert es, dass Assads Sicherheitskräfte auf solche Menschenansammlungen schießen. In einer Nebenstraße ist das gerade geschehen. Ein Zivilist wurde hier getötet. Schaut das Blut. Assad, dieser Mörder, rufen sie. Nicht weit entfernt liegt ein Wohnblock, der beschossen worden und ausgebrannt ist. Der Brandgeruch ist noch immer penetrant. Der Angriff liegt erst wenige Stunden zurück. Die Menschen, die hier lebten, sind nun Flüchtlinge, wenn sie noch am Leben sind. Die Revolution hat ihre Helden. Abdul Basit Sadut war schon vorher berühmt als Torhüter der syrischen U23-Fußballnationalmannschaft. Er ist eine Kultfigur der Opposition. Kaum ein anderer Prominenter hat sich öffentlich so eindeutig gegen Assad gestellt. Sadut ist deshalb einer der meistgesuchten Männer Syriens. Assads Schergen haben schon mehrfach versucht, ihn umzubringen. Er ist ständig auf der Flucht, taucht bei Freunden unter. Ich will Freiheit. Was ich möchte, ist, dass das Unrecht aufhört. All das Unrecht, das ich gesehen habe. Die Freiheit, sagen zu dürfen, was du willst. Du hast sogar Angst, mit deiner eigenen Mutter offen über Politik zu reden, weil hier jeder überwacht und abgehört wird. Wir sind zum Schweigen verurteilt. Wir sind Gefangene. Selbst die Dunkelheit bietet Sarut keinen Schutz. Auf dem Weg zu einer Kundgebung geraten er und seine Freunde unter Beschuss. Es ist das Auftreten Saruts, das die Demonstranten beflügelt. Er, der bekannte Fußballer, riskiert sein Leben für die gemeinsame Sache, für ein Leben in Freiheit und Frieden. Seit Wochen nun liegen die Häuser dieser Menschen unter Beschuss. Und seit Wochen demonstrieren sie trotzdem weiter. Strom und Wasser hat man ihnen abgestellt. Beides fließt nur noch in den alawitischen Stadtteilen. Dort, wo die Assad-Anhänger wohnen. Das schürt Hass unter den mehrheitlich sunnitischen Demonstranten. Auch wenn Sarut beteuert, dass es kein Konflikt zwischen Sunniten und Alawiten sei, sondern es um den Sturz des Diktators gehe. Aber der sunnitische Imam neben ihm sieht das anders. Er predigt Hass, ruft, tötet die Alawiten. Sarut signalisiert, das ist nicht mehr seine Demonstration. Er fühlt, dass ihm die Kundgebung entgleitet. Die Saat der Gewalt, die Bashar al-Assad ganz bewusst gesät hat, scheint aufzugehen. In Syrien herrscht Bürgerkrieg.